Felix, was machst du da? Nix. Los, her damit. Felix. Felix. Weil heute wird nichts mehr geschnitten. Und damit herzlich willkommen zu Yum Tam Tam und unserer No-Cut-Challenge. Wir machen heute leckere Tagliatelle mit Garnelen. Und dafür räume ich jetzt diese Scheren erstmal weg. Beleidige sie ruhig, wir brauchen sie heute eh nicht. Das stimmt. Ich hole mal einen Topf für die Pasta. Ja. Und ich hole schon mal eine Pfanne. Ein bisschen Wasser aus dem Hahn. Und weil wir ja schlau sind, haben wir schon ein bisschen Wasser, voll der Tanz heute, im Wasserkocher vorgeheizt. Das kommt jetzt auch hier rein. Weil das Gericht geht so schnell, dass quasi die Soße fertig ist, bevor die Nudeln oder während die Nudeln fertig sind. Und dann am Ende kommt alles zusammen und dann haben wir ein perfektes Gericht. Ich hole mal das Salz fürs Nudelwasser, denn ansonsten läuft ja alles klassisch ab. Warmes Wasser, Salz, ein piepsender Wasserkocher. Wir kümmern uns jetzt zuerst mal um die... Was? Was? Der Topf ein bisschen was. Gar nicht schlimm. Wir haben hier Black Tiger Garnelen, und zwar diese hier. Die haben wir schon auftauen lassen. Macht das immer am besten im Kühlschrank, dann geht es ihnen am besten. Und jetzt werden sie gepoolt. Und das Gute bei diesen Garnelen ist, dass die schon entdarmt sind und quasi die Schale eingeschnitten. Das ist super easy, die zu peelen sozusagen. Und ich mache es gerne, ich lasse das kleine Schwänzchen dran. Das sieht schöner aus. Außerdem kann man dann wunderbar greifen. Ich hole schon mal das Olivenöl von hier drüben und mache etwas in unsere Pfanne hinein. Okay. Pfanne. In die Pfanne. Ich habe irgendwie schon ewig keine Pasta mehr mit Garnelen gegessen. Früher habe ich das oft gemacht. Oh ja, als Kind mochte ich das auch extrem, extrem gerne. Wenn es dann so, also es waren dann die kleinen Scampis, und dann mit viel, viel Knoblauch, mit Nudeln. Yum, 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 yum. Knoblauch gibt es heute natürlich auch. Aber den dürfen wir ja nicht schneiden, sondern nur pressen. Deswegen ist hier schon mal die Presse parat und ich presse den Knoblauch schon mal aus seiner Schale heraus mit der flachen Hand. Diese Pasta war tatsächlich früher in meiner WG mit Sarah. Hallo Sarah! Unser Lieblingsgericht, und dann kamen noch Anne und Helen und dann haben wir riesige Pfannen davon gegessen. Und Sarah und ich damals haben, glaube ich, immer so zusammen ein Pfund Nudeln gegessen mit Garnelen. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Wie viel ist noch ein Pfund? 500 Gramm? Ja, eine ganze Packung. Ach. Wie viel ist noch mal ein Pfund? Ja, ja. Entschuldigung. Wir blenden jetzt eine Tabelle ein, wie viel Pfund ist. Wie viel ist ein Dutzend, Felix? Das weiß ich nicht. 12. Gut. Gut. Nicht wahr? Wie viel Gramm sind ein Kilo, Felix? 1000. Wuhu. Na dann, es geht doch. Ja, ja, das ist ja alles einfach. Aber Pfund ist halt so, das benutzt ja kein Mensch mehr. Und zu Recht. Warte. Naja, egal. So, unser Wasser kocht jetzt gleich. Ja. Der Knoblauch ist schon quasi bereit. Zwei Garnelen fehlen noch. Ja, ich mach schon mal den Deckel ab und schmeiß die Pasta für uns herein. Tagliatelle gibt's heute. So, normalerweise würde ich jetzt die Pasta aufschneiden, aber es geht ja auch zum Glück mit Reißen. Oh Gott, da hätte ich jetzt fast nicht dran gedacht. Gott sei Dank war ich nicht daran beteiligt. Wie viele Nester brauchen wir? Ich würde sagen, 4, 5. Wie viel Hunger haben wir? Vielleicht noch eins. Ja, ja. Ich wasche mal kurz die Hände von den Garnelen. Na gut, allgemein schön die Hände vorm Kochen waschen. Das haben wir natürlich schon getan. Das können wir nur nicht im Video zeigen, weil ihr wollt ja nicht 20 Sekunden dabei zugucken, wie wir uns die Hände waschen. Vielleicht ja schon, du hast ja keine Ahnung. Okay, könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben, ob ihr in der nächsten No-Cut-Challenge 20 Sekunden lang Hände waschen haben wollt. Im Allgemeinen ist ja das Schöne, dass ihr uns bei allem ganz gut zuguckt. Und dafür sind wir euch auch sehr dankbar. Für den Fall, dass ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es doch mal unten drücken und am besten auch gleich die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr, ob No-Cut oder Cut, was auch immer. Die ganzen schönen Videos. So, die Pasta so ein bisschen auseinander friemeln. Und jetzt dürfen die Garnelen rein. Lasst die Pfanne richtig schön heiß werden, damit die Garnelen außen karamellisieren und richtig schön knusprig werden. Und so tsch machen. Wenn es tsch macht, habt ihr es gut gemacht. Wir legen sie mal nebeneinander, damit jede Garnele einzeln braten darf. Ich präpariere schon mal Knoblauch in der Presse. Der braucht zwar noch einen kleinen Moment, aber wenn wir alles schon parat haben, geht's
noch schneller, okay? Okay. Pasta geht ja wirklich einfach immer, ne? Klar. So. Ein Leben ohne Nudeln wäre, ich glaube, für dich richtig schlimm. Mhm. Naja, ich habe einfach ein bisschen Mehl daheim, dann kann man sich jederzeit Nudeln machen. Man muss sich nur zu helfen wissen. Du machst den Nudeln zu Hause selber? Ja. Udon. Selber? Ja, ich habe halt keine Nudelmaschine, das heißt, ich presse das immer so Udon-mäßig, weißt du? Nein, weißt du nicht, erzähl doch mal. Also, Udon-Nudeln werden klassischerweise mit den Füßen gemacht. Also packst den Teig in eine Packung rein und wenn man keine Maschine hat, kann man das halt so zusammenpressen. Mit sauber gewaschenen Füßen zwischen ganz viel Tüten. Das klingt abgefahren. Aber es ist wahr. So wird wir fragen jetzt nicht, ob wir das mal bei Yamtantan machen sollen. Und ihr schreibt es auch nicht in die Kommentare. Ich möchte keine Füße in den Kommentaren sehen. Wenn doch, dann schreibt uns ein Füße-Emoji in die Kommentare. Darf ich einmal so machen? Darf ich einmal Garnelen schwenken? Du darfst Garnelen so viel schwenken, wie du möchtest. Guck mal, wie schön pink sie werden. Hui! Weil Garnelen verändern ja so wunderbar ihre Farbe, wenn man sie brät oder erhitzt. Außer Carabineros, weil die Carabinieri... Sind das nicht Polizisten? Nein, Carabinieri sind. Ah ja? Okay. Auf jeden Fall Carabineros sind Garnelentiere sozusagen, die schon von vornherein rot sind. Kurzer Sidekick. Also ich kenne das falsch ist, können wir es halt nicht rausschneiden. Schade. Ja, das ist schon okay. Ich gebe mal ein bisschen Salz auf die Garnelen. Ich gebe mal ein bisschen Salz und ich komme mit dem Knobi hinzu. Oh yes, do it. It's time. Oh, das ist natürlich jetzt doof, dass wir kein Messer haben, das abzukatzen, aber das kriegen so wir so vielleicht, so vielleicht. Ja, ja, warte, ich gehe einfach mit der nächsten Knobizehe hinterher. So, dann drückt sich einfach die Naht. Und Chung ist schon ganz nah dran, ja, um sich dieses Spektakel reinzuziehen. Oh yeah. Oh. Alright. Alright, alright, okay. Wenn ihr daheim seid, dürft ihr das natürlich mit dem Messer noch abschneiden. Dann präpariere ich schon mal Sahne und Sahne-Schmelzkäse hier. Boah, das macht die Soße so richtig cremig. Schlotzig, würde meine Mutter zu sagen pflegen. Ach, weißt du was? Ich gebe jetzt schon mal ein bisschen Currypulver dazu, weil das Currypulver ist schön, wenn es so ein bisschen anröstet. Dann wird es noch geschmackvoller. Chung, guck mal, wie es in der Pfanne rumzibbelt. Perfekt. Und jetzt mit Sahne ablöschen. Ich komme mit dem Schmelzkäse dazu. Wow. Soll ich helfen? Ja, der kommt von alleine. Ich kann ihn noch ein bisschen holen. Okay. So. Das reicht schon, reicht schon. Ja, sagst du? Gut. Ja. Naja, Melissa würde jetzt sagen, nein, es kann gar nicht genug Käse sein. Ja, das würden wir eigentlich auch sagen. Aber ihr beide besonders. Aber für zwei Portionen? Ja, ist schon okay. Dann haben wir hier für die Farbe, weil, also das gilt auch für No-Cut-Challenges, wenn es bunt aussieht, dann schmeckt es auch bunt. Deswegen fehlt ja hier offensichtlich noch was Grünes, das kommt jetzt dazu. Außerdem sind Erbsen sehr lecker. Und sie brauchen auch gar nicht lange, sie müssen quasi nur kurz in der Soße auftauen, dann ist es schon fertig. Ich komme noch mit ein paar Chiliflocken dazu. Hui. Wie scharf? Hä, Felix? Verstehe die Frage gar nicht. Okay, mehr scharf. Reicht. Love it. Wir lieben es doch scharf. Love it, love it, love it. Scharfe sind die eher. So, ich stelle schon mal ein Siebchen hinten bereit. Danke. Ich würze die Soße so lange mit Salz und Pfeffer. Ich glaube, bisher haben wir noch nichts Falsches benutzt, ne? Nö. Ich glaube, ich hoffe. Weil manchmal sind wir ja so ein bisschen dusselig. Ihr könnt jetzt hier oben mal klicken. Da gibt es nämlich die, war das eine der ersten No-Cut-Challenges, wo wir alles falsch gemacht haben? Ich glaube, sogar die erste. Okay. So, was machen die Nudelinschkis? Nudelinschkis? Die Nudelinschkis? Ich glaube, die sind jetzt soweit fertig. Fett, die Soße ist auch soweit fertig, dann würde ich doch mal die Nudeln abgießen. Weil das Gute ist auch, wenn die noch so ganz kurz in der Soße nachziehen, dann hat man so einen kleinen One-Pot-Pasta-Effekt. So. Dann hole ich auch schon mal zwei Teller. Ja, bitte. Chung ist ran, du siehst alles, ja. Und damit gehen wir jetzt direkt in die Soße. Lalalala. Lalalala. Das Ganze lassen wir jetzt noch so ein bisschen einköcheln, damit es richtig schön cremig wird. Ich hole uns schon mal zwei Gabeln noch heraus. Boah, ich hab richtig Bock, ne?
Ja, ich habe auch Hunger. Es duftet so schön nach Knoblauch und nach Curry und dann die Garnelen. Und vor allem, wie lange hat das jetzt gedauert? Ach so, kann man ja ganz genau feststellen, ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwas gefaked hätten oder so. Und ich finde es auch schön, wenn man so unterschiedliche Teller hat. Das sieht doch hübsch aus. Ja. Okay. Felix, ich versuche das mal. Kommst ich reiche du mir dir. Entgegen? Ja, ja. Ach Gott, Hilfe! Wir haben noch fast den Dill vergessen. Ach so, ich dachte, wir machen den zum Ende drüber. Ein bisschen rein schon in die Soße. Na gut. Das Gute am Dill ist, den kann man gut zupfen, weil cutten dürfen wir ja nicht. Hacken dürfen wir nicht. Cutten, hacken. Aber geschmacken darf ich. Geschmacken. So, einmal unter. Kurz unterrühren. Oh, jetzt duftet es noch besser. Also meine Portion ist irgendwie ein bisschen klein ausgefallen bisher. Na, komm her. Du hast es verdient, eine große Portion zu haben. Die passt auch wunderbar zu Garnelen. So. Paar Herzen. Okay. Oh, warte, komm her. Danke. Oh, jetzt sieht es aber richtig schön bunt aus. Tada! Oh, was passiert? Nichts. Okay. Schneiden wir raus. Ah, nee, doch nicht. Ist nicht. Ist halt nicht, ne? Rausschneiden ist halt nicht. Okay. Perfekt. Na denn? Für die Dekoration. Stellt euch vor, wir würden jetzt noch alles sauber machen, bevor wir probieren. Für die Dekoration noch ein bisschen Dill. Für Dekoration. Dekoration. Chung, du kannst noch einmal nahe kommen und dir unser wunderschönes Gericht angucken. Yam, yam, yam. Lecker, lecker, schmatzi, schmatz. Ich habe meine Gabel schon bereit. So, und jetzt würde ich sagen, bon appétit. Bon appétit. Und dann macht man so, dass man eine kleine, kleine Schwänze nimmt. Oder gleich ganz schnubbeln. Oder gleich ganz. Guten. Guten Appetit. Hm. Hm. Wie schmeckt das? Heiß, ja. Das auch. Hm. Aber auch knoblauchig und cremig und dillig und nudelig. Also sehr leckerlich. Hm. Warte. Ja, hast du den Mund noch voll? Wir hoffen sehr, dass euch unsere Ruckzuck-Nudelpfanne gefallen hat und vor allem die No-Cut-Challenge. Wenn ihr es wollt, guckt zum Ende nochmal schön vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen mit einem Daumen nach oben. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, passiert.